Ankh-Morpork ist die Stadt im Zentrum der Scheibenwelt. Und, ja, das Dreckloch der gesamten Scheibenwelt, um es auch gleich zu sagen. Der Name der Stadt kommt zum einen vom Fluss, der durch sie fließt, der sehr zentral gelegen ist und einmal, ich glaube, über die gesamte Welt führt, der Fluss Ankh, sowie die daran gebaute Stadt Morpork. Also zusammen Ankh-Morpork. Und ja, es ist zwar die Metropole des Handels, könnte man meinen, aber wenn wir hier gleich ein paar Orte besuchen werden, werdet ihr sehen, dass es hier nicht alles sehr gut zugeht. So, der erste Ort, den wir besuchen wollen, ist, würde ich mal sagen, der Laden hier. Und ihr könnt euch darauf gefasst machen, wir bekommen jetzt... Ah, ihr seht's schon. Guck mal. Der Laden macht die Biege und taucht da oben auf. Warum? Lassen wir doch mal den, ja, zweiten Erzähler neben mir hier ein wenig erzählen. Wandernder Laden. Aus unbekannten Gründen stammen alle wirklich mysteriösen und magischen Objekte aus Geschäften mit geringer ökonomischer Lebenserwartung. Nach einer gewissen Zeit verschwinden sie spurlos. Sie erscheinen dort, wo es eine geeignete leere Wand gibt, und sobald sie sich manifestieren, haben sie schon immer existiert. Eine angemessene Menge Staub und ein abgenutzter Eindruck verscheuchen Zweifel und Argwohn von Leuten, die gestern noch durch diese Straße gegangen sind, ohne einen Laden zu bemerken. Drei Theorien versuchen das Phänomen der wandernden Läden zu erklären. Erstens, vor vielen tausend Jahren entwickelte sich irgendwo im Multiversum eine Spezies, deren einziges Talent darin bestand, billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Ferengi! Zweitens, sie verdanken ihre Existenz dem mitfühlenden Schicksal und haben die Aufgabe, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu liefern. Drittens, jemand hat sie erfunden, um dem Ladenschlussgesetz ein Schnippchen zu schlagen. Die drei Theorien haben zwei Punkte gemeinsam. Sie erklären die beobachteten Fakten und sie sind vollkommen falsch. Danke für die Info. Ja, diesen Erzähler werden wir noch ein paar Mal hören. Und was er erzählt, ist einfach genial. So, der Laden der Alten hat mehrere interessante Gegenstände für uns. Aber vor allem bin ich hier wegen diesem Flamingo. Und wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, das ist der erste Schläger, den wir brauchen für die drei Spieler im Park. Nehmen wir nochmal. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Vermutlich kann ich ihn nicht bekommen, oder? Warum denn nicht? Er gehört dir. Du brauchtest nur zu fragen. Tada! Ja, die gute Lady ist... Naja, nicht mehr ganz auf der Höhe, was ihr Seh- und Hör- und Kopfvermögen betrifft. Deswegen gibt sie Renswin so ziemlich alle Gegenstände in dem Laden umsonst. Und damit kommen wir zum... Ja. Und diese Maschine im Hintergrund bewirkt, dass der Laden seine Position wechselt anscheinend. Das ist zumindest meine Vermutung. Und somit kommen wir jetzt zum nächsten Teil der Geschichte, nämlich unserem Begleiter Truhe. Auf Englisch Luggage. Luggage ist... ein Geschenk von jenem Touristen, den Rincewind in dem, ja, verfilmten Buch The Colors of Magic getroffen hat, nämlich namens Zweiblumen. Truhe war anfangs der Begleiter von Zweiblumen, aber nachdem die beiden zusammen die Welt gerettet haben, also Rincewind und Zweiblumen, hat er die Truhe Rincewind geschenkt. Und seitdem klebt das Ding an Rincewind wie nichts Gutes. Diese Truhen sind aus einem magischen Holz gefertigt, was ihnen ihre eigene Persönlichkeit gibt. Sie reagieren, oder sie agieren, sagen wir es lieber so, erstens als unendlich großes Inventar für Rincewind hier. Lassen wir ihn in Ruhe. Na ja, okay, geht's nicht so, geht's so, mit einem Linksklick. Denn man könnte sich vorstellen wie ein schwarzes Loch innerhalb der Truhe. Was man reintut, ist drin, man kann ewig viel reintun, es gibt keine Beschränkung dafür und durch wundersame Weise taucht immer genau das auf, was man haben will, wenn man es in der Truhe sucht. Und die zweite Funktion, die in dem Spiel hier weniger genutzt wird, aber ich noch erwähnenswert finde, ist, die Truhe dient außerdem als Leibwächter für seinen momentanen Besitzer. Das heißt, wenn er in Gefahr ist oder die Truhe, naja, nicht ganz koschere Sachen riecht, sagen wir es mal so, dann kann die ziemlich selbstmörderisch agieren. Ich glaube, sie hat schon einige Wände eingerammt, um Rincewind zu folgen. Und sie denkt dabei überhaupt nicht an sich selbst.
Ja, damit müsste ich eigentlich abgedeckt haben. Entschuldigt das bitte, ich habe hier einen Block mit Notizen noch nebenbei. Und daran muss ich mich auch ein wenig orientieren, um nichts zu vergessen. So, damit haben wir Truhe jetzt den Flamingo gegeben und wir räumen den Laden weiter leer. Als nächstes nehmen wir den Weihrauch mit. Sieht interessant aus. Könnte ich das haben? Natürlich. Tada! Mit einem Doppelklick mit einem Item in der Hand auf die Truhe schluckt die Truhe das Item einfach ganz schnell. Dadurch spart man sich, dass man jedes Mal, ich sag's euch kurz, nehmen wir den Fisch mit. Sieht hübsch aus. Kann ich ihn haben? Natürlich. Was? Einfach so? Verlangst du nicht von mir, zuvor nach irgendwelchen Dingen zu suchen? Was? Ich? Eine Prinzessin herumkommandieren? Käme mir nie in den Sinn. Magier-Roben haben nicht immer den Anschein, einen Magier darzustellen. Kleider treffen es manchmal auch. So, damit haben wir... ich klicke immer falsch. Es ist ein Unterschied, als wenn man einen Gegenstand nimmt, auf die Truhe klickt und ihn dann halt hier ablegen würde mit einem Klick. Es erspart ein gutes Maß an Zeit. Gucken wir doch mal an, was wir jetzt eingesagt haben alles. Ein Flamingo. Ein ausgestopfter rosa-roter Flamingo. Angeblich sind Flamingos deshalb rosarot, weil sie rosarote Krevetten fressen. Und da Krevetten erst rosarot werden, wenn man sie kocht, allmählich dürfte klar sein, welchen Umständen dieser Vogel sein Ableben verdankt. Er wurde also gekocht. Okay, Weihrauch. Weihrauch? Mit Froscharoma. Lecker. Und ein ausgestopfter Fisch, der immer noch blubbert, wenn ich die Maus auf ihn halte. Ein ausgestopfter Fisch? Es bedeutet, dass Baumwolle und anderer Kram den Platz der Eingeweide einnehmen. Guti. Wartet kurz, mir ist noch was eingefallen. Ich weiß nicht, ob man es zu stark hört, aber ich werde die Musik noch ein wenig runterdrehen. Denn das Wichtigste hier ist vor allem die Sprache, dass man die versteht. Nein, nicht Untertitel, so geht das. Gut. Hier drin sind wir soweit fertig. Wir nehmen das Zeug erstmal mit und verschwinden von hier. So, jetzt fehlen uns noch zwei Schläger. Der nächste ist, glaube ich, an den Docks, aber dafür fehlt uns noch etwas, soweit ich weiß. Denn, wenn ihr mal hinseht, also wir haben sogar beide Schläger, fällt mir gerade auf. Wir haben hier nämlich zum einen diesen Vogel. Ein Meeresvogel, der Fische frisst. Hoffentlich erhofft er sich seine nächste Mahlzeit nicht vom Ank. Ohne Hacke und Schaufel fände er dort nichts. Ja, denn der Ank ist, bekannt dafür, der verdreckteste Fluss der Geschichte zu sein. Er ist so dermaßen verdreckt, dass man auf ihn laufen kann. Und aus ihm zu trinken dürfte purer Selbstmord sein. Aber die Tatsache, dass der Vogel, bzw. der Pelikan da oben, sich für Fische interessiert, dürfte interessant... Wow, nein, ich will... Oh, wo hast du hingeklickt, Rincewind? Deine Fliege ist außer Kontrolle geraten. Ich will mit Truhe reden, oder ihn bzw. öffnen. Komm, Truhe. So. Wir haben ja einen Fisch dabei. Vielleicht können wir den Pelikan dafür interessieren. Keiner sieht zu. Hui! Er nimmt Schwung und... versenkt. Das sieht doch schön aus, nicht wahr? Betäubter Vogel. Ich habe viel gesehen, aber trotzdem bin ich immer wieder erstaunt. Ach, brauchst nicht. Wir nehmen einfach mit. Und damit haben wir einen Pelikan in unserer Truhe. Lassen wir ihn. Tada, Wattvogel. Ein Wattvogel mit leichter Gehirnerschütterung. Eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass diese Vögel nicht in den Fluss hineinspringen, sondern von ihm abprallen. Steinhart, dieser Fluss. Steinhart. An deiner Stelle würde ich mich nicht noch näher heranwagen. Es wird nur deshalb Wasser genannt, weil es sich zwischen dem Himmel und dem Grund des Flusses befindet. Wenn du versuchst, da hineinzuspringen, holst du dir mehr als nur einen verbeulten Hut. Wah. Gut. Was haben wir denn noch? Ein Schild, Novelty. Na, das nehmen wir später, aber können wir mal lesen. Krimskrams. Na, das klingt interessant. Ich frage mich, was das ist. Und was es sein könnte. Ja, das werden wir später noch merken. Aber Moment, wir haben ja noch diesen Hammerhai im Netz. Ein Hammerhai. Man nennt diese Spezies Hammerhai, weil der Kopf wie ein Hammer aussieht. Kapiert? Jetzt kannst du sagen, dass du den Computer benutzt hast, um dich weiterzubilden. Das werde ich meinen Eltern sofort erzählen. Die werden stolz auf mich sein. Nur leider ist der Hammerhai in einem Netz drin. Steckt im Netz fest. Wie Rincewind sehr leise bemerkt. Kann ich mit dem Netz irgendwas anfangen? Entweder ist dies ein Netz oder das hiesige Mottenproblem geriet außer Kontrolle.
Hahaha. Ich glaube, mit der Hand kann ich das nicht öffnen. Ah, die Soundqualität von Rincewind ist ziemlich leise geworden teilweise. Na gut, mit dem restlichen Fisch können wir nichts anfangen, deswegen brauchen wir erstmal irgendetwas, um dieses Netz zu öffnen. Und ja, ich spiele das Spiel hier rein aus der Erinnerung. Das heißt, es kann gut sein, dass ich Sachen vergesse oder Fehler mache. Müsst ihr bitte entschuldigen. Falls ich irgendwo feststecke, werde ich wohl eine Komplettlösung zurate ziehen müssen. Ich kenne das Spiel bereits von vorn bis hinten in Sachen Geschichte. Das heißt, es wird mir nicht spoilern. Ist ja schließlich kein Blind-LP. Oh, hallo. Wer oder was bist du denn? Sehr gesprächig offenbar. Quick, 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 quick. Ja. Ich habe keine Ahnung, was er mir sagen will. Tja, ich habe nicht ein einziges Wort verstanden. Tut mir leid. Gut, dann sind Rincewind und ich schon mal zu zweit. Ich habe früher nicht gewusst, was dieser kleine Wicht darstellen soll. Das dürfte der Rattentod gewesen sein. In der Ebene von Discworld ist der Tod nicht nur auf den Gevatter vom Anfang limitiert, sondern auf mehrere Unterebenen. Der Tod zum Beispiel hat hier einen Boss und der Rattentod ist für verstorbene Nager zuständig. Sämtliche Arten von Nagetieren, um genau zu sein. Und somit teilt sich das auf. Es gibt wahrscheinlich noch einen Vogeltod oder einen, Lehrertod oder irgendwie sowas in der Richtung. Nein, Lehrer sind Menschen. Vergesst das. So, das hier ist, glaube ich, was war das nochmal hier? Werde ich gleich nochmal draußen nachgucken. Auf jeden Fall müssen wir hier rein, um dieses Messer hier mitzunehmen, in der schmutzigen Brühe. Und wie man gut nicht erkennen kann, sind Gegenstände teilweise so dermaßen schlecht in den Hintergrund reingebaut, dass man sie wirklich nur mit der Maus finden kann, wie dieses Messer hier nämlich. Tata. Hättet ihr das sofort gesehen? Ich nicht. Das müssen wir mitnehmen. Soweit ich mich erinnere, gibt es hier im Kleiderschrank so etwas. Zum Glück ist er abgeschlossen. Warum? Nimm auf! Könnt ihr euch vorstellen, welche entsetzlichen Dinge darin lauern? Eine Menge. Und die kann man alle mitnehmen, hoffe ich. Naja, er hat schon recht. Also da ist nicht viel zu holen. So, was war denn das hier für ein Ort? Kann man auch ansehen, oder? Moment. Da geht's zur Leichenhalle. Ah, das war die Leichenhalle. Okay, okay. Gut. In der Leichenhalle liegt noch eine, alte Dame rum, aber um die werden wir uns auch später kümmern. Wir machen eins nach dem anderen hier, denn wenn ich wirklich am Stück alles erklären müsste, was mir hier in Ankh-Morpork treffen würden, dann würde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde auf dem Fleck stehen bleiben und jeden Passanten erstmal seine Lebensgeschichte vorbrabbeln dürfen für euch. Und ich glaube nicht, dass das... Ah, Moment, das war Rincewinds Inventar. Dass das in eurem Interesse ist, dass ich wirklich alles am Stück erzähle. Also zumindest im Betreff hier auf alle Charaktere im Spiel. Wir befreien erstmal den Hai mit dem Messer. Platsch! Die anderen Fische machen sich davon, nur leider ist der Hai ein wenig zu groß, um hier, wegzuschwimmen. Ein Hammerhai. Na, gut, jetzt. Das hat er schon gesagt, also nehmen wir einfach mit. Ja, Rincewind kann einen Hammerhai in die Hand nehmen und in die Truhe reinstecken. Na, um die Verdauungsprobleme der Truhe mache ich mir weniger Sorgen, mehr um Rincewinds Konstitution in Sachen Hai tragen. Aber egal.